Und da bin ich auch schon wieder. Jetzt geht es hier nämlich weiter mit unserer spannenden Expertenrunde zum Thema, wie Corona unsere Arbeitswelt beeinflusst. Ja, Corona ist seit rund einem Jahr nicht mehr aus unserem Leben und damit auch aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Und das hat StepStone zum Anlass genommen, um zum Thema Corona und alles, was damit zu tun hat, einen umfangreichen Jobreport zu erstellen. Da sind Themen aufgegriffen worden wie Homeoffice, Impfung, Social Distancing in der Jobsuche und vieles, vieles mehr. Und um die Ergebnisse dieses Jobreports heute zu besprechen, habe ich vier Experten bei mir. Zur Info vorab für euch, bei StepStone herrscht eine Du-Kultur. Ich stelle sie zwar alle im vollen Namen vor, aber wir sind dann nachher alle per Du miteinander. Und auch noch ein wichtiger Input, da jetzt sowieso eine Expertenrunde mit Fragen im Gespräch stattfindet, gibt es im Anschluss kein Q&A via YouTube. So, und jetzt geht's auch schon los. Bei mir ist der Gehaltsexperte Dr. Konrad Pramböck, der Arbeitsrechtsexperte Dr. Michael Leitner, IKEA Österreich Country People und Culture Manager Thomas Hiesberger und nochmal der Geschäftsführer von StepStone Österreich, der Niki Dürhammer. Ein Hallo in die Runde. Guten Morgen, schön hier zu sein. Ja, auch schön, euch alle hier zu haben. Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Niki, was meinst du denn? Corona hat unsere Arbeitswelt und die Arbeitsweise regelrecht auf den Kopf gestellt, könnte man sagen. Das ganz gewiss, ja. Und noch ist es ja nicht vorbei. Wir haben ja im Februar eine größere Umfrage gemacht unter 2000 Jobsuchenden, aber auch Menschen, die schon im Jobleben stehen. Und das, weil das aufgefallen ist, dass doch 50% der Menschen ihre Jobchancen aktuell schlechter einschätzen als vor der Krise. Das ist schon noch ein dramatischer Wert. Was habt ihr denn abseits davon noch rausgefunden? Der Jobreport war ja recht umfangreich. Ja, es gibt natürlich viele, viele Zahlen, Daten und Fakten. Das, was man jetzt aktuell sieht, dass im letzten halben Jahr noch einmal die Wahrnehmung der Menschen am Arbeitsmarkt sich noch einmal eingedrückt hat. Im Sommer war das noch deutlich besser, da hatten wir auch erste Lockerungen etc. Wir sehen aber auch, dass das, was die Wahrnehmung heute ist, der Menschen, die wir befragt haben, mit der Realität nicht übereinstimmt. Ja, also sind die Jobchancen deutlich besser schon wieder. Wir haben beispielsweise diesen Februar, da habe ich die aktuellen Zahlen bekommen, sind wir auf unseren Plattformen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, sind wir wieder vor Krisenniveau, sogar 1% darüber. Das heißt, es werden mehr Jobs aktuell ausgeschrieben als im Februar des Vorjahres. Und das gilt natürlich nicht für alle Branchen. Manche sind noch hart getroffen, Events, Tourismus. Das gilt nicht für alle Positionen, gerade die Young Talents haben sicher noch ein bisschen schwieriger, aber insgesamt sind das sehr erfreuliche Zahlen, die wir sehen. Und auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung der Menschen aber noch eine andere. Das ist super spannend. Hast du Anhaltspunkte, woran das liegen könnte, dass, wie ich dem Report entnehme, jeder Zweite unzufriedener mit seinem Job oder seiner Jobaussicht ist, als es vor der Krise der Fall war? Das ist ja eine Summe, 50% der Menschen. Absolut. Ich glaube, da ist uns ja allen ähnlich gegangen. Also einfach, viele haben diese Mehrfachbelastung auch gehabt, Kinderbetreuung und Arbeiten zu Hause, Angst vor Jobverlust, Kurzarbeit. Das alles hat ja einen Einfluss auf die menschliche Psyche und wir fühlen uns einfach schlechter. Ich glaube aber einfach, dass jetzt die Wahrnehmung, die wir sie heute haben, nicht mehr übereinstimmt mit der Realität. Wir sehen das ja auch allgemein in der Pandemie, dass die Leute viel negativer sind, als die Situation eigentlich zulässt. Da gab es auch eine Studie von der Uni Salzburg beispielsweise, die gesagt hat, das ist jetzt kein Jobthema, ne? Dass die Jüngeren, glaube ich, die Chance, also die negative Chance, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden wegen Corona, um 58 Mal zu hoch einschätzen. Ja? Das sind einfach diese psychischen Prozesse und ich sollte einfach wieder positiver denken, weil die Chancen sind da, der Arbeitsmarkt entwickelt sich wieder stark nach oben gerade. Also ich sehe ein sehr gutes Jahr.
Ja, und wenn wir über Corona und Jobsuche sprechen, ist natürlich auch die Impfung ein Thema. Und da würde ich gerne den Herrn Dr. Leitner, den Michael, als Arbeitsrechtsexperten fragen. Wie ist das denn? Kann die Impfung am Arbeitsplatz zur Pflicht werden? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Die Impfung zur Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zur Pflicht ist sehr umstritten. Ja. Es gibt ja verschiedene Wege, die zu implementieren. Einmal aufgrund des Weisungsrechts des Arbeitgebers oder gar in neuen Dienstverträgen festzuhalten. Dazu sind auch noch einige Fragen, die vorher abgeklärt werden müssen, noch offen. Nämlich erstens, wenn jemand geimpft ist, schützt diese Impfung auch den anderen? Ja, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich geimpft bin und nur mich schützen kann, aber trotzdem Überträger sein kann des Virus, dann ist die Frage der Impfung eigentlich gar nicht so vorrangig interessant. Wenn das einmal abgeklärt ist, und dazu braucht es, glaube ich, noch einige Studien, dann kann es sehr wohl interessant werden, dass eine Impfung verpflichtend wird für gewisse Arbeitnehmer, nämlich für diejenigen, die mit anderen Arbeitnehmern halt viel auch in Kontakt sind. Weil was spielt hier zusammen? Einmal der Schutz des der körperlichen Unversehrtheit des einen, aber auch natürlich die Fürsorgepflicht und der Schutzmechanismus des Arbeitgebers gegenüber den anderen Arbeitnehmern. Also hier muss man sehr genau aufpassen und abwägen. Und hier ist noch einiges offen und werden im Endeffekt dann auch die Gerichte entscheiden müssen, ob es jetzt eine Impfpflicht geben kann oder nicht. Generell scheint das Interesse an einer Impfung aber recht hoch zu sein. Der Jobreport hat ergeben, jeder Zweite wünscht sich schon eine Impfmöglichkeit am Arbeitsplatz und jede zweite Jobsuchende würde einer Impfung zustimmen, wenn das die Jobaussichten erhöht. Da frage ich mich aber, Michael, darf man, selbst wenn man geimpft ist, darf man im Bewerbungsgespräch überhaupt danach gefragt werden? Ja, das sehe ich schon so, dass man gefragt werden darf nach dem jetzigen Meinungsstand. Man kann natürlich als Arbeitnehmer oder als Bewerber dann diese Antwort entweder verweigern oder auch falsch beantworten. Aber gefragt werden darf man natürlich. Wenn man sie verweigert, muss man natürlich damit rechnen, dass man den Job nicht bekommt, wenn es eine Voraussetzung ist, auch geimpft zu sein, weil nämlich der Arbeitgeber viele andere Arbeitnehmer schützen muss. Wenn sich später herausstellt, dass jemand nicht geimpft ist, obwohl er angegeben hat, geimpft zu sein, könnte es sogar auch Probleme mit Schadenersatz etc. geben, wenn sich dann wirklich ein anderer ansteckt, der erkrankt und vielleicht sogar gesundheitliche Schäden hat. Also das ist ein ganz heikles Thema. Ein ganz brisantes, heikles Thema. Du sagst es. Niki, du hast es vorhin ja schon mal angesprochen. Ein Aspekt, der die ganze Situation zurzeit erschwert für viele Menschen, ist die verhältnismäßig schwierigere Jobsuche. Ja, aber vielleicht noch kurz zu dem, was wir gerade gehört haben. Das ist nämlich ganz spannend. Impfpflicht. Ja, ne? Das polarisiert halt auch im Arbeitsmarkt sehr stark. Ja, es gibt halt knapp die Hälfte würden sich impfen lassen für eine Jobzusage. Aber immerhin 18% haben angegeben, sie würden eher kündigen, vom aktuellen Arbeitgeber, als sich vom Arbeitgeber impfen zu lassen. Also man würde quasi auf ein Fünftel seiner Arbeitnehmer verzichten, wenn man eine Impfpflicht ausbricht. Also wir sehen hier eine starke Polarisierung auch nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch sozusagen unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also ein spannendes Thema. Aber was du jetzt angesprochen hast, die Frage war, ob es jetzt schwieriger ist, sozusagen der Bewerbungsprozess oder das Finden eines Jobs dann? Also es wurde im Job Report ja, war eines der vielen Ergebnisse, dass die Jobsuche als verhältnismäßig schwieriger sich darstellt und empfunden wird. Genau. Also was wir auch zum Beispiel gesehen haben, dass wir haben jetzt auch einen Trend Richtung digitales Recruiting, das durchaus seine Vorteile hat, wo auch Vorteile gesehen werden, aber wo auch Kandidatinnen und Kandidaten sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mich in einem digitalen Recruiting-Prozess, also wenn ich mich über eine Video-Call bewerbe, dass ich da einfach Nachteile habe. Mhm. Und erstaunlicherweise haben wir da altersspezifische Unterschiede gesehen, und zwar da waren wir überrascht, würde ich sagen, die über 50-Jährigen tun sich damit scheinbar leichter, und da haben nur 24% gesagt, mit dem Remote Recruiting habe ich ein Problem, da schätze ich meine Chancen schlechter ein. Bei den unter 30-Jährigen waren es 34%. Also wir sehen darin, 34% sehen einen Nachteil für sich als Bewerber oder Bewerberin
wenn sie sich nur über digitale Kanäle bewerben können. Aber es ist ja wahrscheinlich auch über das subjektive Empfinden hinaus wirklich schwierig, weil viele Unternehmen ja auch einen Einstellungsstopp verhängt haben, weil es gerade wirtschaftlich schwierig ist. Aber ich darf jetzt ein Unternehmen hervorheben, das das definitiv nicht gemacht hat, nämlich IKEA. Thomas, kein Einstellungsstopp bei euch. Ja, Caro, stimmt. Also Einstellungsstopp kann man bei uns wirklich nicht sprechen. Wir haben im vergangenen Jahr jetzt ungefähr 400 neue Stellen geschaffen in unseren Einrichtungshäusern und Units und sind auch aktuell wieder auf Suche nach vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben zum Beispiel eine Lehrlingsoffensive gestartet, wo wir 40 Lehrlinge die Möglichkeit bieten möchten, bei uns zu arbeiten. Wir haben jetzt mit Westbahnhof ein tolles Projekt, einen Store, den wir bald öffnen möchten. Da suchen wir nur 240 Mitarbeiter und auch in den restlichen Units in Österreich sind es ungefähr nochmal 80 Leute, die wir suchen. Also ja, gibt viele Möglichkeiten bei uns und ja, wir sind auch froh und dankbar, dass es gut läuft und wir die Möglichkeiten bieten können. Ja, wie gut, dass ihr heute da seid. Ich bin mir sicher, da wird die eine oder andere, da sind ja zahlreiche Stellen offen, da finden sich sicher Bewerberinnen und Bewerber, die sich gerne melden. Jetzt ist da natürlich die Frage, die nahe liegt, heißt das, dass eure ausgeschriebenen Jobs und auch die Lehrlingsoffensive regelrecht überrannt werden zurzeit? Ja, überrannt wär vielleicht der falsche Ausdruck. Also grundsätzlich ja, wir sehen schon eine positive Entwicklung, was die Bewerbungen betrifft, also auch was die Anzahl betrifft. Davon kann man auf jeden Fall sprechen. Wir blicken halt grundsätzlich aber recht ein erfolgreiches Jahr zurück. Das heißt, wie vorher angesprochen, wir sind froh, diese Möglichkeit bieten zu können und auch froh, wenn sich viele Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diese Jobs bewerben. Also wir sehen eine positive Tendenz, ja. Ich möchte aber trotzdem jeden raten oder jeden darum bitten, sich bei uns zu bewerben. Es gibt viele, viele tolle Stellen, viele Möglichkeiten. Wir versuchen auch immer den Mitarbeitern und den Menschen stark in den Vordergrund zu stellen. Also rekrutieren nicht nur nach Lebensläufen, auch Quereinstiege sind zum Beispiel bei uns möglich. Also es gibt viele vielfältige, mannigfaltige Jobs, viele, viele Möglichkeiten und auch gute Chancen unterzukommen. Also bitte nur nicht zurückhalten aufgrund der Annahme, dass es zu viele Bewerbungen sind. Also jeder herzlich willkommen bei uns. Der Ansturm wird folgen, habe ich so im Gespür. Gleich. Aber eine weitere wichtige Frage, die sich dann gerade bei IKEA stellt, ist natürlich die nach dem Homeoffice. Weil, wie du sagst, Thomas, ihr habt natürlich die Einrichtungshäuser, da kann man nicht online arbeiten. Wie schafft ihr bei IKEA diese Balance zwischen Präsenzarbeit auf der einen Seite und dem Homeoffice? Ja, ist eine gute Frage. Also es ist absolut richtig, wie du sagst, Caro. Es gibt Bereiche wie zum Beispiel in der Logistik, aber auch jetzt außerhalb vom Lockdown im Verkauf, wo wir die Leute einfach auch vor Ort brauchen. Also da gibt es recht bedingt Möglichkeiten, auch von zu Hause zu arbeiten. Umgekehrt haben wir jetzt natürlich auch gesehen, dass Online-Sales etwas ist, was der Online-Umsatz, der immer stärker wird, der immer stärker anzieht. Und auch jetzt viele Mitarbeiter, die im Verkauf arbeiten, jetzt auch schon von zu Hause arbeiten können und Planungen online zum Beispiel erledigen oder mit Kunden gemeinsam Dinge durchgehen, dort unterstützend tätig sind und so weiter. Also das Aufgabenfeld wird schon breiter und auch dieses leichte Verschieben Richtung Online, das wir auch wahrnehmen, bietet natürlich auch einige Möglichkeiten und auch Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten, ganz generell gesprochen. Oder auch unser Callcenter, wo jetzt eigentlich aktuell alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, also alles rund um Kundenservice, was nicht vor Ort erledigt werden muss, bietet da viele Möglichkeiten. Und ja, ist ein bisschen ein Spagat, würde ich sagen, aber die Möglichkeiten werden mehr und mehr. Und wir haben schon recht viele Mitarbeiter, also mehr als 50% unsere Mitarbeiter haben grundsätzlich die Möglichkeit, auch Homeoffice zu nehmen. Das ist ja schon mal eine Summe. Das heißt bei euch auch keine Kurzarbeit. Alle Mitarbeiter wurden behalten.
Ja, das stimmt, genau. Es gibt auch da Positives zu melden. Also wir haben eigentlich schon im ersten Lockdown jetzt vor knapp einem Jahr versucht, ein ganz gutes Paket für unsere Mitarbeiter aufzustellen, also allen das nötige Equipment zur Verfügung zu stellen, haben aber auch unterstützt, zum Beispiel beim Einrichten des Homeoffices, also was das Mobiliar und Co. betrifft, haben auch niemanden in Kurzarbeit geschickt. Das stimmt. Sind wir auch stolz drauf, haben sichergestellt, dass jeder 100% seines Gehalts bekommt und ja, wir haben versucht, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Ja, es ist ganz fantastisch, was ihr als IKEA da ermöglicht und wie toll ihr eure Mitarbeiter da auch stützt. Das Gehalt ist ja gerade in der Krise was Sicherheit gibt und hängt natürlich dann auch eng zusammen mit der Kurzarbeit und der individuell empfundenen Sicherheit. Jetzt ist es aber so laut Job Report, dass jeder Dritte sich gerade gar nicht so viele Gedanken ums Gehalt macht oder erst in zweiter Linie, sondern jeder Dritte sagt, Hauptsache, ich habe gerade überhaupt einen Job. Konrad, du als Gehaltsexperte, wie interpretierst du solche Aussagen? Ja, im Schnitt sind ja letztes Jahr die Gehälter um durchschnittlich 2,3% gestiegen. Allerdings das Erlebnis von Corona ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sage dazu immer die Corona-Schere. Es kommt darauf an, mit welcher Seite von der Schere man spricht, auf den ganz verschiedenen Ebenen. Wenn Sie natürlich dann sprechen, dann mit den Mitarbeitern in Apotheken, in Laboren, in der IT, in der Technik, die sagen ja, uns geht es besser als jemals zuvor. Wenn Sie dann auf der anderen Seite sprechen mit Tourismus, mit Gastronomiebetrieben, die sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin jetzt seit Monaten im Lockdown ohne Aussicht, dass es jemals besser werden wird. Ich habe gestern mit einem lieben Kunden aus Vorarlberg telefoniert, der hat gesagt, er war zum ersten Mal seit Monaten wieder in einem Lokal als einziger, weit und breit kein einziger Gast mehr zu sehen. Also wie das funktionieren soll mit der ganzen Testerei, ist schleierhaft, wie da die Lokale davon leben sollen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Unternehmen. Ich habe Unternehmen in meinem Portfolio, die berichten, bei uns laufen die Geschäfte weiter wie bisher. Natürlich mit allen Sicherheitsmaßnahmen, mit Abstand, mit Maske, mit Testen, Fiebermessen, Homeoffice und so weiter. Und andere Unternehmen, die sagen, ich brauche gar nicht zu testen, weil mein Betrieb ist seit Monaten zu. Also das Wichtige ist einfach zu wissen, auch als Arbeitnehmer, genauso wie als Arbeitgeber, auf welcher der Seite dieser Corona-Schere stehe ich? Kann ich weitermachen, so wie bisher, halt mit den neuen Regelungen, mit Abstand, Maske, Homeoffice und so weiter? Oder muss ich mich umorientieren? Und mein Eindruck ist, dass viele Unternehmen auch robuster geworden sind. Ein kurzes Beispiel noch, bevor ich deine nächste Frage, Caro, dann entgegennehme, ist eine Bank, die gesagt haben, zum Beginn des ersten Lockdowns hatten wir vorher 50 bis 60 Anträge auf Stundungen. Dann waren es innerhalb von einer Woche auf einmal 5.000. Das heißt, die hundertfache Arbeit, ein unglaublicher Aufwand, der bei gleichzeitig ins Homeoffice die Mitarbeiter zu schicken, unglaublich schwer zu bewältigen war. Was sie gemacht haben, ist die Zeit zu nutzen, über den Sommer einen digitalen Prozess aufzusetzen. Im zweiten Lockdown gab es auf einmal wieder 5.000 Stundungsanträge auf einmal. Aufs Knöpfchen gedrückt, die ganzen Anträge laufen durch den digitalen Prozess durch und es ist kein Problem. Also ich denke, das ist das, was wir erlebt haben, einfach in diesen Zeiten möglichst flexibel damit umzugehen, mit der ganzen Situation. Und wer jetzt noch darauf beharrt, es soll so sein, wie es 2019 war, ich denke, in mehrfacher Hinsicht können wir davon ausgehen, dass diese Zeiten nicht wiederkommen. Ich gehe auch davon aus, dass die Zeiten nicht so bleiben werden, wie sie jetzt sind, sondern etwas Neues geben, von dem wir überrascht sein werden, was das noch sein wird. Ja, wie du sagst, Flexibilität ist gerade key. Geht uns wahrscheinlich allen gleich in der Hinsicht. Aber du hast auch von dieser Schere gesprochen. Und wenn man am einen Spektrum der Schere steht und so wie jeder Zehnte im StepStone Report Angaben macht, wie ich würde kündigen, wenn ich nicht bald eine Gehaltserhöhung bekomme, dann frage ich mich, ist das gerade realistisch? Oder Konrad, wie siehst du solche Aussagen? Ja, absolut. Ich habe ja immer wieder mit Privatpersonen zu tun, die ich in Karrierefragen coache. Und gerade gestern hat eine Dame unterschrieben für 20% mehr Gehalt. Also es gibt diese Jobs da draußen. Ich muss einfach wissen, auf welcher Seite der Corona-Schere ich mich befinde. Und Nikolai, du hast ja auch schon erwähnt, es gibt diese ganz großen Unterschiede in der Sichtweise von Corona. Und Michael, du hast auch in deiner Aussage bei Impfungen gesprochen, dass das auch durchaus verpflichtend sein könnte.
im Stepstone-Report kommt dann heraus, dass ein gewisser Anteil, ich glaube 18% waren es, auch den Job kündigen würde, wenn sie zur Impfung gezwungen werden. Also das wird noch eine sehr spannende Auseinandersetzung, wenn Unternehmen die Besten suchen, die gleichzeitig die höchsten Gehälter fordern, drittens nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Also auf die Diskussion bin ich sehr gespannt. Also ich vermute, auch hier wird es eine Corona-Schere geben. Die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich die Jobs nach wie vor aussuchen können zu Gehältern, die auch steigen um 5-7% pro Jahr. Und auf der anderen Seite wird es dann Unternehmen geben oder auch Mitarbeitergruppen, die sich nicht aussuchen können, die nehmen müssen, was gefordert ist. Und wenn es die Impfung ist und ich nur mit der Impfung den Job bekomme, dann werden das auch ein Großteil der Mitarbeiter machen werden. Also ich gehe davon aus, dass sich diese Corona-Schere in Zukunft noch weiter auseinanderentwickeln wird. Es gibt ja wunderbarerweise nicht nur Jobsuchende, die nach einem neuen Job lechzen oder solche, die gerade im Kündigungsprozess stecken, sondern ganz viele ja auch, die noch im Job sind. Und das Krisenmanagement, das dürften die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber laut Job Report sehr gut hinbekommen haben, denn 3/4 aller Befragten waren zufrieden mit dem Verhalten ihrer Arbeitgeber während Corona im gesamten Krisenverlauf. Und 17% sagten sogar, dass sie eigentlich vorgehabt hätten zu kündigen, aber dadurch, wie der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin mit Corona umgegangen ist, wie großartig, haben sie sich entschlossen zu bleiben. Was sagt ihr dazu? Also da möchte ich gerne dazu gleich Stellung nehmen, wenn ich darf. Ja. Also ich erlebe Corona als großen Wertekonflikt. Also gesundheitlich ist ein anderes Thema. Da bin ich zwar Doktor, aber kein Arzt, bin Doktor Juris. Aber für mich dieser große Wertekonflikt, von dem wir sprechen, ist einerseits das Thema Sicherheit und auf der anderen Seite das Thema Freiheit. Und ich denke, gerade im Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern haben beide das meiste für sich herausgeholt. Auf der einen Seite haben wir Unternehmen, die mit unglaublich großem Aufwand diese Sicherheit herstellen. Von Fiebermessen, von Testen, von Maske, von Abstand halten, um ja sicher zu sein, dass hier in Ihrem Unternehmen nichts passiert. Ich kann mir gut vorstellen, Thomas, auch bei IKEA würde sich ja herausstellen, bei IKEA gab es einen großen Corona-Cluster, das wäre ein absolutes PR-Desaster. Also hier sichern sich alle Unternehmen, die ich kenne, einfach zu 100% ab, mit unglaublichem Aufwand. Und auf der anderen Seite habe ich das Thema Freiheit und das kam ja auch beim Stepstone-Report heraus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, im Homeoffice habe ich riesengroße Freiheiten. Wenn ich es mir einrichten kann, wie ich hier zum Beispiel in meinem Homeoffice, das ich seit 4 Jahren eingerichtet habe, mit Mikrofon, mit Kamera, mit Soundbar, mit Ringlicht und allem drum und dran, mit meiner Ruhe. Meine Tochter ist gut versorgt, die ist 14, die braucht meine Betreuung nicht. Wenn ich mir das hier eingerichtet habe, plus den Ausblick auf die Weinberge da draußen, dann ist Corona für mich eine wunderschöne Zeit. Also ich denke, gerade das Zusammenspiel zwischen Mitarbeitern und Unternehmen hat sich sehr stark verändert. Auf der anderen Seite natürlich genau das Gegenteil mit der Bevölkerung versus Regierung. Hier auch die Versäumnisse ganz klar zu sehen von Impfstoffbestellungen, Korruptionsskandalen und so weiter. Also hier haben die Arbeitgeber wirklich gezeigt, was sie organisatorisch drauf haben, in so kurzer Zeit das ganze Unternehmen ins Homeoffice zu schicken und um auf die neuen Umstände zu reagieren. Vielleicht gar nicht schlecht, Konrad, dass du da direkt auf IKEA verwiesen hast. Mich würde nämlich, Thomas, interessieren, was ihr da für ein Mitarbeiterfeedback vielleicht hattet oder für einen Eindruck als Unternehmen über Themen wie Work-Life-Balance oder die empfundene Arbeitsbelastung der Mitarbeiter. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich stimme zu. Es ist natürlich schon teilweise auch eine herausfordernde Zeit sozusagen. Und glaube ich auch wichtig, dass der Arbeitgeber sein Bestes gibt, um dem ein bisschen entgegenzuwirken und Dinge abzufedern, die im Einflussbereich liegen. Also wir glauben schon recht gut durch diese Krise gekommen zu sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns jemand verlässt, hat sich verringert im letzten Jahr. Also die Fluktuation ist nach unten gegangen bei uns im Unternehmen. Wir sehen halt schon auch, dass es sehr wichtig ist, wie man mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht in so schwierigen Zeiten. Gell? Also wir sehen recht gute Rückmeldungen von unseren Mitarbeitern, auch von Betriebsräten und auch von der Gewerkschaft haben wir schon tolles Feedback dazu gekriegt. Wir sehen es aber auch bei Bewerbungen, dass Mitarbeitern es sehr wichtig ist, wie sie denn behandelt werden, wie sie gerade in schwierigen Zeiten, wie eine Firma gerade in schwierigen Zeiten mit solchen Situationen auch umgeht, ob man sich da sicher fühlt, gut behütet
behütet fühlt, ob der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht oder ob er einfach ein bisschen zurückgedrängt wird aufgrund der Krise. Und ja, da haben wir eigentlich grundsätzlich schon recht gute Erfahrungen, haben wie vorher schon angekündigt, versucht auch ein gutes Paket zu schnüren für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Schauen da ein bisschen auch auf die finanzielle Gesundheit. Wie vorher erwähnt, ist uns wichtig gewesen, dass alle 100% ihres Gehalts bekommen. Schauen aber auch auf die Gesundheitsaspekte, also neben der finanziellen Gesundheit, auf die physische Gesundheit. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so wie da auch der Konrad schon angesprochen hat. Auch wichtig, unsere Mitarbeiter natürlich und unseren Kunden ein gutes Einkaufs- und sicheres Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Und umgekehrt auch mental werden unsere Mitarbeiter gefordert. Und da haben wir auch arbeiten wir jetzt auch mit einigen Firmen zusammen, die uns in diesen Belangen unterstützen, auch Familienangehörigen von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützen und versuchen auch in dieser Richtung ein bisschen zu unterstützen und einen Gegenpol zu liefern. Aber natürlich, die Krise verlangt Mitarbeitern viel ab. Wir sehen es auch bei unseren Mitarbeitern. Wir brauchen erhöhte Flexibilität, gerade zum Beispiel im Bereich des Restaurants, das IKEA ja auch hat, haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen großartig unterstützt in anderen Bereichen, weil ja auch hier, wie bei vielen anderen, noch geschlossen ist und die Tätigkeiten dort halt in dieser Form nicht möglich sind. Auch mit Lockdown und Wiedereröffnungen hat sich bei den Dienstplänen öfters kurzfristiger etwas geändert, als es sonst der Fall war. Und ja, es gibt schon vieles, was wir an unseren Mitarbeitern abverlangen und versuchen da so ein bisschen einen guten Ausgleich zu schaffen und es so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Ja, so wie das klingt, habt ihr ganz, ganz viele Maßnahmen gesetzt, um die Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Ihr habt wirklich eine wahnsinnig schöne Unternehmenskultur, wenn ich das so sagen darf. Darf ich dazu vielleicht kurz aus der Praxis noch ein paar Beispiele bringen, weil es ist toll, dass IKEA das so macht, aber als Anwalt erlebe ich auch genau die andere Seite. Das muss ich einfach hier auch einfach mal anbringen. Es gibt auch Arbeitnehmer, die sich überhaupt, also Arbeitgeber, die sich überhaupt nicht scheren mit Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Die Arbeitnehmer das dann einfordern und die Arbeitnehmer dann gekündigt werden. Das ist ein klassischer Motivkündigungsschutz und dann sind wir dann schon beim Arbeits- und Sozialgericht und klagen die Weiterbeschäftigung ein. Also es gibt auch eine Vielzahl, natürlich von kleineren Arbeitgebern, die das eben nicht so vorbildlich machen. Ich habe auch in der Praxis jetzt gehabt im letzten Jahr, dass Arbeitnehmer verpflichtet wurden oder angewiesen wurden, die Stundenaufzeichnungen in der Corona-Kurzarbeit zu manipulieren. Auch hier eine Weigerung und dann gekündigt zu werden, ist auch ein Motivkündigungsschutz. Auch hier sind wir bis zum Arbeits- und Sozialgericht gegangen. Und ich muss einfach auch sagen, die Schere auch hier geht weit auseinander zwischen den vorbildlichen Unternehmen und einfach denen, die nicht auf ihre Mitarbeiter schauen. Das heißt, man ist ja nicht auf, also absolut nicht auf Gedeih und Verderb dem Arbeitgeber ausgeliefert, sondern man soll, man darf, man muss bestehen auf Corona-Sicherheitsmaßnahmen, weil man ist ja auch Teil des Systems, nicht wahr, Michael? Man ist ja auch selber verpflichtet, dass man umsichtig und achtsam gerade ist. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe auch immer gesagt in den Interviews, die ich schon geführt habe zu diesem Thema, das ist kein Kavaliersdelikt, vielleicht eine Quarantäne zu brechen und potenzieller Virusträger zu sein. Da geht es auch um Körperverletzung im schlimmsten Fall. Also das muss man auch als Arbeitnehmer ganz klar wissen, dass man hier, wenn man Übertretungen begeht, sich da ziemlich in den Nesseln setzen kann. Und im schlimmsten Fall ist man dann ja auch selbst haftbar. Das geht ja dann nicht an den Arbeitgeber quasi, falls man... So ist es, ja. Das heißt, im besten Fall wirklich sich auf die Füße stellen und sich wehren und auch auf die Gefahr hin, dass man gekündigt wird, dann halt eben rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich dich da richtig verstehe. Das ist komplett richtig. Natürlich immer faktische Sache, ja. Wenn man natürlich an seinem Job hängt, dann wird man einiges, und der Konrad mehr wahrscheinlich auch dazu, mehr schlucken und auch mehr tolerieren, als wenn man schon quasi innerlich abgeschlossen hat mit dem Job. Im Arbeitsrecht kann man viel faktische Mittel setzen, egal jetzt, ob das Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Zum Beispiel ganz was anderes, ja, jemand, der Arbeitgeber schuldet Geld, zahlt es einfach nicht, ja, und dann muss der Arbeitnehmer klagen. Also man kann hier viele faktische Sachen auch setzen. Ja.
Spannendes Thema auf jeden Fall, umfangreiches Thema. Ich würde ganz gerne kurz nochmal eine andere Frage, die ebenso spannend ist, in die Runde werfen. Wir können das ja gerne miteinander diskutieren. Und zwar, der Niki hatte es schon angesprochen, die Generation 50 plus hat sich im Remote Recruiting und Remote Working offenbar am besten getan, laut Job Report. Und die unter 30-Jährigen hingegen relativ schlecht. Also die hatten Probleme mit ihrer Work-Life-Balance, Probleme, Pausen einzuhalten und auch das Gefühl, wie gesagt, eben auch schon vom Niki, ich kann mich im virtuellen Bewerbungsgespräch nicht so gut präsentieren. Wie habt ihr das empfunden? Wie war das bei euch in den Unternehmen oder habt ihr da Erfahrungen gemacht? Ich kann so nur für mich ganz kurz als Arbeitsrechtler, weil ich doch oft auch mit Dienstvertragsprüfungen vor Dienstbeginn konfrontiert bin. Was mir auffällt, ist, dass je jünger die Arbeitnehmer werden, umso wichtiger wird die Life-Work-Balance und tritt das Gehalt eher in den Hintergrund. Aber Konrad, das ist dein Thema, da kannst du sicher was dazu sagen. Ja. Warum wird das so sein? Weil einfach wahrscheinlich die Generation, die jetzt einfach in die guten Positionen kommt, durch ihre Elterngeneration, durch die Großelterngeneration schon viel Sicherheit mitbekommen haben. Die haben die anderen Generationen schon was aufgebaut. Das wird jetzt dann nur mehr weitergegeben und vererbt. Und hat der Arbeitnehmer, der eigentlich jetzt dann tätig wird, wahrscheinlich nicht mehr so viel Bedarf, sich etwas aufzubauen. Ich weiß nicht, Konrad, kannst du das bestätigen in dieser Richtung, aber das ist meine Vermutung auch diesbezüglich. Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Work-Life-Balance, das du angesprochen hast, Michael, unter den jüngeren Arbeitnehmern ist ganz besonders und ich gehe auch noch eine Stufe weiter. Die älteren und erfahrenen Mitarbeiter haben einfach schon ein paar Krisen mitgemacht. Also für mich ist das die dritte große Krise von 2001, der ganzen New Economy Bubble, die geplatzt ist, der Bankenkrise 2008 und jetzt eben die Corona-Krise. Wir alle wissen, in guten Zeiten kann sich kein Mensch vorstellen, dass es schlechter wird und in schlechten Zeiten, so wie jetzt, kann sich kein Mensch mehr vorstellen, dass es jemals wieder besser werden wird. Nur als älterer Hase, also ich bin Jahrgang 73, 48 Jahre alt, dann weiß ich, das Leben wird auch weitergehen und es wird auch anders und es wird aber dennoch auch dann weitergehen. Und gerade die jüngere Generation, die auch dann teilweise gar keine Berufserfahrung hatte, die jetzt vor die letzte Krise zurückreicht, denn wir hatten jetzt im Prinzip 10, 12 sehr gute Jahre, die sind auch diese Krisensituationen gar nicht gewöhnt. Und die sind auch durch die verschulte Ausbildung an Fachhochschulen, wo ich ja selbst auch Lehraufträge habe, auch gewohnt eingetaktet zu sein. Das hier ist die Anwesenheitszeit. Hier bist du bei der Fachhochschule. Hier bekommst du deine Arbeitsaufträge. Da hast du deine Vorlesungen und dann gibt es die Prüfungen. Und das alles ist jetzt entzerrt. Also was wir hier erlebt haben in der Corona-Krise, ist ein Zerfließen dieser Work-Life-Balance, ein Ineinanderfließen von Work und Life. Und gerade die Jüngeren tun sich offensichtlich damit auch schwerer. Als Selbstständiger, ich habe ja vor 4 Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet, ist es für mich sonnenklar, wenn es am Abend um 20 Uhr noch einen Call gibt, dann gehe ich ran und wenn es am Wochenende Arbeit gibt, dann gehe ich auch ran. Und wenn am Montagvormittag keiner meiner Kunden erreichbar ist, dann gehe ich einkaufen oder mache eine schöne Runde durch den Wienerwald. Also sich daran zu gewöhnen, an diese grundsätzliche Auflösung von zeitlichen Korsetten, da denke ich, hat die junge Generation auch jetzt einen neuen Entwicklungsschub bekommen. Und ältere Mitarbeiter, die sagen, okay, neue Krise, jetzt mal ein paar Jahre ist mies und es macht überhaupt keinen Spaß und es gibt vielleicht weniger Karrierechancen, aber danach geht das Leben weiter. Und meine Prognose für die Zukunft ist ja ohnehin, dass sobald dieses ganze Theater mit Maske und Abstand und Verordnungen dann vorbei ist, dass die Wirtschaft unglaublich aufblühen wird, weil die Wirtschaft unglaublich viel robuster geworden ist und weil sie bewiesen hat, dass sie in ganz kurzer Zeit ganz elementare Schläge, auch existenzielle Schläge, gut verdauen kann. Und deswegen möchte ich auch den jungen Leuten sagen, das ist eine Krisensituation, passt euch an und erwartet jetzt nicht, dass innerhalb der nächsten Tage oder Wochen das ganze Leben wieder genauso sein wird wie 2019. Es wird komplett anders sein. Für mich, das Homeoffice wird bleiben. Die Dienstreisen werden sehr stark reduziert werden. Und es wird aus meiner Sicht auch die Arbeitslosigkeit nicht deutlich zurückgehen, weil die Positionen, die ich jetzt in Arbeitslosigkeit habe, bis auf Weiteres auch weniger brauchen werde. Es wird aber anders sein und es wird neue Chancen geben. Und es ist wichtig, auf diese neuen Situationen sich jetzt auch anzupassen, ganz egal, wie ich zu Corona stehe. Ja, als Arbeitsrechtler merke ich das ja auch, dass dieses Jobhopping ein totales Thema ist. Also Arbeitnehmer sind nicht länger als 3 bis 5 Jahre irgendwo in einem Unternehmen. Wenn es 8 Jahre sind, 10 Jahre ist schon sehr lange. Also diese Dienstverhältnisse, wie man sie früher gehabt hat, glaube ich 20, 30 Jahre, die sind eher selten.
da stellt sich dann, finde ich, aber auch die Frage eben, also wenn man, so wie der Konrad gesagt hat, die Generation U30 und im Vergleich die Ü50 anschaut, die kurzen Arbeitsverhältnisse spiegeln ja offenbar wieder, dass sich die unter 30-Jährigen unwohl, unsicher, unstet fühlen und wie es eben auch bei den Online-Jobgesprächen war oder bei den virtuellen Bewerbungsgesprächen, man hat das Gefühl, sich schlecht präsentieren zu können. Oder Thomas, vielleicht aus deiner Perspektive seitens IKEA, ist das ein Irrglaube? Haben die Jungen das eh ganz toll gemacht? Also grundsätzlich würde das jetzt niemand Jungen absprechen, dass es nicht toll gemacht hat. Was vielleicht schon ein bisschen zu sehen ist, ist, dass die Generation 50 plus, wie du sie genannt hast, schon aufgeholt hat. Also das ist schon deutlich. Also man merkt auch, dass es hier große Bereitschaft gibt, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Wir haben zum Beispiel auch die ganzen Recruiting-Gespräche, also Rekrutierungsgespräche auf online verlegt. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gelockert, aber speziell in den Lockdowns war es ausschließlich online und haben schon gesehen, dass sich diese Generation sehr gut darauf eingestellt hat, gut mit dieser Situation umgehen konnte. Und auch der ein oder andere 50-plus-Generationsangehörige da gute Tipps auch gegeben hat, was man aus dem Recruitment-Tool noch rausholen kann oder was man sonst noch machen könnte. Also man sieht schon, dass da hohe Bereitschaft gibt und da würde den Vorrednern zustimmen, sich da der anzupassen, vielleicht auch nicht die erste Krise oder nicht das erste Unsicherheit, die man im Leben vielleicht erfahren hat und da vielleicht auch eine große Bereitschaft, sich da anzupassen und flexibel darauf zu reagieren. Und ganz generell, ja, dieses Generationenthemen sehen wir auch. Also es gibt schon ganz andere Erwartungshaltungen von jüngeren Generationen, auch an einen Arbeitgeber, angefangen von Arbeitszeitmodellen. Auch der Wunsch, nicht Vollzeit zu arbeiten, kommt immer häufiger, auch wenn es möglich wäre, sozusagen einfach zu sagen, ja, Freizeit ist mir wichtig und ich würde gerne mit 30 oder 25 Stunden bei euch starten. Und ist das möglich? Und auch Homeoffice wird aktiv und immer aktiver gefragt. Ist das möglich? Ist das eine Option oder Remote Work, also von einer anderen Stelle, von einem anderen Arbeitsplatz aus zu arbeiten, weil man zum Beispiel näher an einem Store wohnt, also an der Zentrale oder also diese Dinge kommen vermehrt und darauf, glaube ich, müssen sich beide Seiten einstellen. Also einerseits die Arbeitgeber mit Flexibilität und jedem etwas zu bieten, um auch diese Vielfalt sicherzustellen und auf alle Generationen zu setzen, ganz gleich. Auch welcher Herkunft, welchen Geschlechts und so weiter, ne? Auch sehr im Sinne von Vielfalt. Ja, da tun sich zahlreiche spannende Themen auf, wo ich sehr gern einhaken würde, wenn ich dir zuhöre. Aber leider muss ich an dieser Stelle jetzt langsam schließen und darf mich gleich mal bei euch für die spannende Expertenrunde bedanken. Sehr gerne. Vielen Dank, Caro.